herzlich willkommen bei Grinning Black. War gerade noch ein bisschen am Glotzen, weil die Polizei gerade hinter mir oder vor mir war. Und hier ist es ja immer so was Besonderes, wenn hier die Polizei mal langfährt. So, dann kommen wir doch auch gleich mal zum Thema. Wir wollen uns ja heute mal kurz fassen. Erstmal jetzt hier mitten nach der Spätschicht noch fahren, also schön in der Dämmerung dann so ein bisschen. Also ich hoffe mal nicht, dass ihr jetzt gleich noch ein paar Tiere hier lang ballern seht. Mal sehen. Ja, worum es geht diesmal? Es wird wieder eine Filmkritik. Und zwar von dem Film Der Babadook. Ist ein, was ist das, ein Horror? Ja, Psycho würde ich nicht nennen. Also hier so geistermäßig eben, ne? Und ja, also ich sage euch, guckt euch den Trailer am besten mal an. Aber erwartet nicht zu viel. Also der Trailer ist sehr geil, muss ich dazu sagen. Sehr, sehr, sehr geil. Aber ist ja meist, ich sage mal, fast bei jedem Trailer so der Fall, dass der Trailer meist besser ist als der Film. Ne? Und ja, es handelt darum, dass eine junge Frau ist schwanger mit und fährt mit ihrem Mann und wir sind hier auf der Straße und damit haben die einen Autounfall und der Mann verunglückt und die Frau überlebt es eben mit dem Kind natürlich. Das Kind überlebt auch und das Kind ist dann, boah, lasst mal lügen, 6 Jahre alt oder so und hat aber, ich sage es mal, ein kleines Ding an der Waffel. Also leicht hyperaktiv ist er, würde ich sagen. Und jedenfalls sieht er eben Monster. Und auch unter seinem Bett ist eben doch immer ein Monster und im Schrank und so. Und die Frau ist schon richtig verzweifelt, weil einfach, ja, die hat keinen richtigen Schlaf und so, ne? Und all so ein Kram wegen dem Kleinen. Und irgendwann kommt dann eben mal so ein Buch, Der Babadook. Und dann liest sie ihm das vor. Beziehungsweise er findet das Buch in seinem Schrank, sie kannte das noch gar nicht. Und er liest es dann vor, beziehungsweise sie, als gute Nachtgeschichte. Und dann steht auch so drin, wie ihr hört ihn rufen und dann Baba, Baba, Duk, Duk, Duk. Und ja, dann liest sie ihm das vor und ja, kriegen eben Albträume und all so ein Kram. Und ja, irgendwann kommt er denn, der Babadook. Dazu muss ich sagen, ich will nicht so viel spoilern, sonst hätte ich euch so ein bisschen, würde ich euch noch ein bisschen mehr erzählen. Also der Film ist nach meiner Empfehlung, er ist jetzt nicht schlecht, aber das ist jetzt auch kein Film, den ich unbedingt ein zweites Mal sehen muss. Also ganz ehrlich, ich würde euch lieber empfehlen, guckt euch einen anderen Film an und guckt euch den nur an, wenn jetzt wirklich gar nichts im Fernsehen läuft. Aber wirklich nichts. Also, gar nichts. Niente, nada. Dann könnt ihr euch das Ding reinziehen. Sonst, bam, bam. Sonst würde ich euch ganz ehrlich davon abraten, weil, ja, der hat eben einfach, also ich sag ja, wenn ihr den Trailer seht oder gesehen habt, ihr erwartet mehr von dem Film. Ich würde mal sagen, die erste halbe, dreiviertel Stunde, also gefühlte halbe, dreiviertel Stunde, ich will mich jetzt nicht festlegen, ist relativ langweilig. Okay, der Kleine baut ein paar coole Waffen, aber das war er noch schon. Und danach ist dann erst wieder interessant, so ab dem das Vieh dann eben kommt, der Babadook. Und dann ist er wieder, am Ende wird er wieder, naja, ein bisschen spooky, ein bisschen doof eigentlich, würde ich eher sagen. Also es gibt bessere Filme. Aber sonst, man kann ihn sich angucken. Ich sag ja, es gibt schlimmere. Ja, wie gesagt, ich habe das ja schon bei Facebook kurz mal angekündigt gehabt, dass ich einen Film gucke. Der wurde ja auch von eben erraten gleich. Hätte ich eigentlich nur drauf kommen können, dass man das errät, da ja nur 2 Filme zu dem Zeitpunkt im Kino waren. Also ganz ehrlich, ich ärgere mich auch sehr, dass ich dafür ins Kino gegangen bin. Weil, ja, wie gesagt, ey, der hat es eben einfach nicht gebracht, der Film. Also, waren die Euros nicht wert. Aber naja, ist ja eben ab und zu immer so. Ja,
Ja, nächsten Film, den ich mal gucken will, wo ich auf jeden Fall auch ein Review zu machen werde oder eine kleine Flori-Info, beziehungsweise Grinning Black-Info, ist Poltergeist. Also der sah ja mal richtig schnorke, knorke, knufte, dufte aus im Trailer. Ich hoffe, das ist nicht so was wie der Babadook, dass der dich da so anscheißt. Was ist das? Ja. Aber man weiß es nicht. Ne? Da wird man ja raten, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nicht mal, ob das ein Roller war oder ob das ein Ding war. Alter, ich sehe hier nichts. Ich habe hier mein verspiegeltes Visier. Ich könnte ja mal so durchschmulen, aber dann seht ihr mein Gesicht. Oh! Ja, ohne ist angenehmer. Also da sehe ich ein bisschen was. Also ja, ich muss nichts sehen. Sicherheit, wofür? Wenn man cool aussehen kann, braucht man keine Sicherheit, ne? Ne, also wie gesagt, der Babadook, wenn es okay für einen verregneten Tag oder wenn man nicht biken kann oder sonst was, Langeweile, Bett gefesselt, was weiß ich denn, dann ist es ganz gut, aber sonst würde ich euch nicht empfehlen. War der denn gefährlich an? Was ist hier los? Was ist hier los? Junge! So, also in diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch was, Leute. Haut da rein. Peace out!